Hallo, ich bin Konrad Rennert und begrüße euch zu meiner Präsentation. Die Links zu den verwendeten Quellen findet ihr in der Beschreibung. Dort könnt ihr auch das Transkript des Videos ansehen. Heute geht es um die interessante Seite Einstieg H5P. Wir sehen das hier oben. Die Seite ist interessant, weil es eine offene, nutzbare Installation zum Ausprobieren und Erkunden der Software H5P ist. So steht das ja auch hier. Mit H5P kannst du einfach interaktive Online-Bildungsmaterialien gestalten. Und genau das will ich euch jetzt zeigen. Da gibt es ein YouTube-Video, da haben wir es. Da geht es um, was hat Seegras bzw. Seetang mit Kuhrülpsern zu tun. So steht das hier unten. Und den Vortrag, den hält der Professor Eremias Kebreab aus Kalifornien, der Name ist aber aus Eritrea, da ist er wohl ausgewandert. So, fangen wir an. Ich brauche als erstes für mein interaktives Video die Einbettung des Videos. Das wird eingebettet, also nicht kopiert, sondern eingebettet. Das hat den Vorteil, dass das dann rechtlich alles in sicheren Tüchern ist. Genau das kopiere ich hier, diese YouTube-Adresse mit dem Video hier bis C14. Dann gehe ich hier hin, klicke auf Testinhalt erstellen und klicke dann auf Interaktiv Video. Und da habe ich dann gleich die Möglichkeit, entweder ein Video hochzuladen, beziehungsweise hier einfach ein vorhandenes, und das ist ja hier der Fall, hinzuzufügen. Habe ich auf das Plus geklickt und dann kann ich hier an der Stelle die eben kopierte Video-URL eingeben. Gehe ich hier auf Einfügen und da steht sie auch. Klicke wieder auf Einfügen und schon ist der erste Teil, die Einbettung des Videos, ist abgeschlossen. Jetzt kommt die Interaktion. Da sehen wir hier das gerade eingebettete Video. Hier steht es auch. Kann das also hier beginnen lassen, aber ich schalte mal den Lautsprecher ab. Und da fängt es dann an. TED steht für Technik, Entertainment und Design. Das sind Vorträge von bekannten Menschen. Oft sind es Amerikaner, Bill Gates, Elon Musk, aber auch deutsche Nobelpreisträger waren da schon. Die Aufteilung der Erde, die könnte man natürlich thematisieren in dem Quiz, um die Verhaltensleistung zu testen. Da geht also eine ganze Menge. Wir sehen hier schon, bisher ist also noch kein Quiz da, aber man kann hier beispielsweise schon die Fremdsprachen, die hier unten als Untertitel angezeigt werden, einblenden. Jetzt habe ich es also auf Französisch umgestellt. Ihr seht, das hier ist also eine ganz interessante Sache. Gehe jetzt wieder auf Englisch. So, das ist jetzt erstmal schon mal erklärt. Jetzt fehlen hier aber noch die Multiple-Choice-Fragen. Beziehungsweise Single Choice heißt, ich habe eine Frage, mehrere Antwortmöglichkeiten und eine ist richtig. Das will ich also haben. Und dazu brauche ich natürlich den Text des Videos, um daraus mit künstlicher Intelligenz die Fragen abzuleiten. Nichts einfacher als das. Solche Webseiten wie hier die TED Talks, die Gespräche oder die Vorträge, die haben die Möglichkeit, dass man diese Transkripte, die den kompletten Vortragstext enthalten, die kann man einfach bekommen. Unter der Beschreibung finde ich hier unten Transkript anzeigen. Da habe ich draufgeklickt und schon steht das hier rechts. Weil ich schon mal eine Generalprobe gemacht habe, weiß ich, der Vortrag hört mit dem Applaus und dem davor ausgesprochenen Thank you auf. Jetzt habe ich mir den ganzen Text, den der Professor Eremia da vorgetragen hat, den habe ich hier kopiert. Rechte Maustaste wähle ich Kopieren aus. Dann gehe ich hier zu ChatGPT, wähle hier mal New Chat aus. Und hier unten, da kann ich dann meinen Auftragstext hinschreiben. Ich schreibe aber erstmal nur zwei X da rein. Und dann drücke ich Shift und Enter, damit er mit einer neuen Zeile anfängt. Da kommt jetzt das rein, was ich eben kopiert habe, das als nur Text einfügen, wähle ich das hier. Und da haben wir also den ganzen Text bis Thank you. Und alles, was er davor gesagt hat, in den knapp 10 Minuten steht da auch.
Jetzt muss nur noch meine Anweisung kommen. Die habe ich vom früher schon in der Zwischenablage. Die kopiere ich hier ein, erzeuge aus dem folgenden Transkript 10 Multiple-Choice-Fragen. Ich mache da mal 5 daraus, damit ChatGPT nicht so lange braucht. Liefere bei den 4 Antwortmöglichkeiten zu jeder Frage die richtige Lösung als erstes. So, hier das Transkript und dann sende ich das ab und ChatGPT legt los, hoffe ich jedenfalls. Ja, da sehen wir hier, die richtige Antwort ist markiert mit Fettschrift oder etwas hervorgehoben. Okay, da sind die 5 Fragen. Ganz verstanden hat ChatGPT mich nicht. Ich wollte immer die richtige Antwort als erstes genannt haben, aber das macht nichts. Ich habe ja einen Editor auf dieser Seite, der gehört bei H5P dazu. Und da muss ich eben 5 Zeilen umkopieren, wenn sie nicht schon als erstes stehen. So, damit ich das bearbeiten kann, habe ich hier das Symbol zum Kopieren. Jetzt gehe ich wieder auf die Seite, wo H5P-Inhalt erstellen steht. Und da wähle ich ziemlich weit hinten aus. Bei 9 Minuten und 2 Sekunden, da steht jetzt der Zeiger für das bereits abgelaufene Stück Video und klicke dann hier auf Single Choice Set und schon habe ich hier etwas. Da will ich, dass das als Pop-up-Fenster erscheint. Dann muss ich hier kann ich einen Titel eintragen, Single Choice Set zu Kurlpsern. So, damit man sehen, wie das dann sich auswirkt. Dann will ich das Ganze als Text eingeben. Da sehen wir dann schon das Muster für den Text. Als erstes kommt die Frage, dann die Antwortmöglichkeiten und die Leerzeile und dann die nächste Frage. Da klicke ich einfach mal rein und füge ein, was ich eben kopiert habe. Und da sehen wir, da stehen die Fragen. Ich muss die jetzt nur noch passend machen. Also diese Frage 1, das brauche ich natürlich nicht, das entferne ich gleich. Und hier ist Weideland ist richtig, hier darf natürlich auch nicht richtig dahinter stehen, dann kann ich mir die Frage schenken, Weideland ist die richtige Lösung. Und dann kommt da Ackerflächen, muss man immer darauf achten, dass man hier die Buchstaben vorweg dann entfernt. So, dann haben wir hier noch die zweite Frage, also ihr seht, das geht ganz einfach zu bearbeiten. Ich halte jetzt das Video mal an. So, hier haben wir jetzt die 5 Fragen. Ich muss dann hier unten noch auf Fertig klicken. Und da sieht man den Kreis an der Stelle, wo die auftauchen. Ich kann da nochmal draufklicken. Und da seht ihr, jetzt kann ich das Fenster noch vergrößern, wie das angezeigt wird. Ziehe es mal so auf, dass ich hier noch ein bisschen was sehe. Von halbe Gesicht vom Professor. So lang waren ja die Fragen nicht. So, jetzt habe ich also das Fenster richtig positioniert und klicke auf Speichern. Ah, der Titel fehlt noch. Da muss da noch was rein. Titel schreibe ich rein. Rinder verursachen Treibhausgase. So, jetzt hat es auch einen Titel und dann kann ich das speichern. Und da ist es auch und kann sofort getestet werden. Das mache ich auch. Ich gehe dahin. So, den Ton habe ich gerade abgeschaltet und schon kommt die Frage, was ist die größte Art von Landfläche auf der Erde? Weideland habe ich behalten. Dann, wie viel Prozent der jährlichen globalen Treibhausgasemissionen entstehen durch Methan aus Kuh,
Ausstoßen steht da. Ausstößen müsste sein, aber es ist 4%. Oh, über 10% steht da. Dann, was wurde im Transkript als potenzielle Lösung zur Reduzierung von Methanemissionen vorgeschlagen? Seetang. Und dann fehlt ja noch, wie viel Prozent könnten eingespart werden? 67%, also etwa zwei Drittel. Und dann sieht man, hier hätte ich das Fenster doch ein bisschen größer lassen sollen. Warum nicht einfach auf den Fleischverzehr verzichten? Weil der Mensch Fleisch und Milch als Nährstoff benötigt. Ist falsch, habe ich ausgewählt. Pflanzliche Alternativen sind nicht verfügbar. Ja, das ist also so, dass jedenfalls meinen die Amerikaner das, dass sie Fleisch, viel Fleisch brauchen. So, jetzt haben wir also gesehen, das hat soweit funktioniert. Dann kann ich hier draufklicken. Ich könnte es nochmal wiederholen. Und jetzt ist das fertig. Und wenn ich Moodle habe, kann ich mit Antwort absenden, das also auch übertragen. So, das war's erstmal, was hier die Entwicklung betrifft. Dass man da noch ein paar Dinge optimieren kann, das habe ich gezeigt. Das wäre also auch möglich, wenn ich hier auf die Stelle gehe und wähle dann Bearbeiten. Ja, da kann ich auf Bearbeiten gehen und da kann ich also noch beliebig oft diese Stellen hier vornehmen zum Beispiel. Und da sieht man, kann ich hier hingehen und da war ja ein Fehler. So, da haben wir ihn. Alle oben genannten, das ist Unsinn. Und da kann ich dann zum Beispiel hinschreiben, Glucose. So, da habe ich jetzt Glucose hingeschrieben. Und kann ich also jetzt noch weitere Dinge ändern. Da war irgendwo noch Kuhrülpser, steht Kuh aufstoßen. Kuhrülpser. So, das war's dann. Und dann gehe ich wieder auf Fertig und auf Speichern. Und jetzt ist das so weit, dass ich das jetzt bearbeitet habe. Und jetzt kann ich mir das für Moodle oder WordPress herunterladen. Und dazu klicke ich auf Reuse, Download as an H5P-File. Und da sehe ich, Rinder verursachen Treibhausgase, so hatte ich das genannt und das ist also, was hier auch als Dateinamen erscheint. Und das ist das, was ich dann bei Moodle hochlade. Bei Moodle habe ich mich schon als Kursleiter oder in diesem Fall sogar als Administrator angemeldet. Das heißt, ich muss also die Erlaubnis haben, hier Inhalte hochzuladen. Das hat man als Kursteilnehmer nicht, aber als Kursleiter. Und da gehe ich jetzt zum Bearbeiten, das heißt, das habe ich schon eingeschaltet. Und da steht schon ein Projekt, das kann man dann auch in umgekehrter Reihenfolge später auch nochmal zum Einsatz bringen. Aber hier will ich jetzt Aktivität oder Material anlegen. Da klicke ich darauf und da habe ich hier auch H5P, habe ich auch drauf geklickt. Und dann kann ich hier Seetang und Kuhrülpser hinschreiben oder Seetang vermindert Kuhrülpser. Weil da ist ja dann das Methan drin. So, dann habe ich das hier mit Namen versehen und jetzt muss ich es hochladen. Da gehe ich hier auf dieses Symbol zum Hochladen, wähle Datei auswählen und da suche ich mir bei mir heraus, Rinder verursachen Treibhausgase, das war das, was ich eben heruntergeladen habe von dieser Plattform, H5P-Einstieg, habe ich doppelt drauf geklickt und wähle dann Datei hochladen. So, das hat ein paar Sekunden gedauert, dann sehen wir es hier auch, ich muss es jetzt nur noch speichern und gehe zum Kurs. Jetzt ist es ja erstmal da. Und kann eingesetzt werden. Das heißt, wenn ich hier drauf klicke, Seetang vermindert Kuhrülpser, dann müsste es auch schon kommen. Da sehen wir es auch schon. Und da ist dann auch meine
Da sind, oh, jetzt muss Let ich me explain. Ton erstmal abschalten, weil sonst hört man mich nicht so gut. Und da gehe ich erstmal an diese Stelle, wo die Fragen gleich kommen sollten. Da sind jetzt noch Untertitel drin. Und da habe ich jetzt die erste Frage. Das sollte ich jetzt ein bisschen kleiner einstellen, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Was ist die größte Art von Landfläche auf Erde laut dem Transkript? Weideland. Dann Methan aus Kuhrülpsern über 10%. Und die potenzielle Lösung nach dem Vortrag des Professors ist der Seetang. Und wie viel Prozent wurden durch die Zugabe reduziert? 2/3, also etwa 67%. Und warum schlägt der Sprecher im Transkript vor, nicht einfach auf den Verzehr von Fleisch und Milch zu verzichten? Weil pflanzliche Alternativen nicht verfügbar sind. Meinen jedenfalls die Amerikaner. Man kann also kein Steak durch irgendwelche Pflanzen ersetzen. So, dann habe ich hier alle richtig. Und jetzt geht's weiter. Da kommt noch der Applaus am Schluss. Ich habe hier den Ton abgeschaltet. Und hier an der Stelle, da sieht man hier den Punktestand. Und wenn ich jetzt Kursteilnehmer wäre, dann würde ich jetzt hier auf Antwort absenden klicken und dann sieht der Kursleiter also auch, wie meine Behaltensleistung zu dem Video war. So, das hat hier funktioniert. Wenn ich hier die Berechtigung habe als Kursleiter, dann kann ich hier natürlich auch noch Änderungen vornehmen. Ich gehe hier nochmal auf Klima und da habe ich hier den Seetang. Und da muss ich dann nur auf H5P-Inhalt bearbeiten gehen. Und da sehen wir, das, was wir eben auf der Plattform hatten, das haben wir hier auch. Da kann ich also hier noch weitere Elemente einfügen, kann vorhandene bearbeiten. Also auch hier die Fragestellungen. Wenn ich da jetzt reinklicke mit der rechten Maustaste, dann kann ich hier das Ganze auch noch ein bisschen größer machen, wenn ich möchte, weil ich habe gesehen, ich musste da zum Teil scrollen. Und wenn ich fertig bin, dann klicke ich hier auf Änderungen speichern. Und dann ist das unabhängig von der Quelle nach meinen Wünschen angepasst. So, jetzt habe ich hier also gezeigt, wie man von dieser Plattform Einstieg H5P etwas nach Moodle bekommt. Das soll aber auch umgekehrt funktionieren. Moodle habe ich hier hinten als Register. Und da gehe ich nochmal auf Klima und da habe ich auch als Fallbeispiel, um zu zeigen, wie man solche Dokumentationen dann hier verwenden kann, das mit dem Henry Kissinger. Und da klicke ich drauf und da haben wir dann hier unten, da steht nicht Reuse, sondern Wiederverwenden. Und damit kann ich das herunterladen, Download as an H5P-File. Und weil ich das jetzt schon zum zweiten Mal mache, steht dann eine laufende Nummer hinter. Ja, da ist es. Aber das öffne ich jetzt nicht mit dem Editor oder mit Word, sondern das habe ich jetzt einfach geschlossen. Und da gehe ich jetzt wieder zu der Plattform Einstieg in H5P. Und da mache ich das jetzt in der Reihenfolge, dass ich etwas woanders gefunden habe und will es hier nach eigenen Wünschen anpassen, um es mir dann nach der Anpassung herunterzuladen, weil ich das vielleicht als Lehrender gebrauchen kann, gehe ich hier auf Testinhalt erstellen und da gehe ich jetzt nicht auf Interaktiv Video, sondern auf Hochladen und da klicke ich auf Datei hochladen und da ist das, was ich eben gerade um 10.38 Uhr heruntergeladen habe und klicke dann auf Benutzen. So, jetzt ist es fertig. Das hat eben ein paar Sekunden gedauert. Diesen Leerlauf hier beim Video habe ich dann rausgeschnitten. Wir sehen, hier kann man die Urheberrechte nochmal anschauen.
das ist alles schon ausgefüllt, so wie ich das auf meiner Moodle-Plattform abgelegt habe. Bin ich auch als Autor der H5P-Interaktion angegeben, aber die Quelle ist das YouTube-Video der Deutschen Welle. Da ist also auch die Lizenz für das, was ich bereitgestellt habe, dabei. Das andere, die Quelle ist ja bei YouTube da lizenziert, beziehungsweise da gelten die üblichen Einstellungen bei YouTube, also auch, dass man es einbetten darf. So, das haben wir hier gesehen. Ich kann dann einfach mal wieder schließen. Das Bearbeiten der Interaktion mache ich mit diesem Register und da sehen wir, hier gibt es also schon diese 16 Stellen, wo irgendwelche Quizfragen erscheinen. Da kann ich also einfach mit, wenn der Zeigefinger da mitten drauf ist, kann ich da doppelt draufklicken, aber ich sollte vorher vielleicht mal speichern. So, und jetzt will ich es hier bearbeiten. Also das Speichern sollte man einfach mal machen zwischendurch, weil wenn da mal was schief geht, dann hat man nichts verloren. So, bei den Interaktionen wollte ich jetzt beispielsweise mal die zweite Quizfrage hier bearbeiten. So, da habe ich jetzt doppelt drauf geklickt. Da sehen wir eine Frage nach dem Grund für das geheime Bombardieren von Kambodscha durch Nixon und Kissinger. Und das kann man dann also auch noch verändern, wenn man da reinklickt und klickt hier auf den Stift. Dann lassen sich hier die ganzen Fragen, die ich hier habe, beantworten, so wie wir das ja eben auch schon gesehen haben. Das ist also hier der Fragenpool zu dieser Stelle, zu diesem Quiz. Da will ich also nichts dran ändern. Ich klicke einfach mal auf Fertig. Und wir sehen, ist also so, als wenn ich das hier komplett erstellt hätte. Nur, ich habe keine Arbeit mehr. Ich habe was Vorhandenes genommen, habe gesagt, im Wesentlichen gefällt mir das. Aber ein paar Stellen will ich ändern, ich will was löschen, ich will was hinzufügen. Und dazu ist dieses, was wir hier unter https://einstieg-h5p.de finden. Das ist also eine ideale Plattform. Niemand muss da seine persönlichen Daten bereitstellen. Man kann das üben und kann dann damit machen, was man möchte. So, das war's. Ich habe also gezeigt, dort lässt sich neuer Inhalt erstellen und dort lässt sich auch vorhandener Inhalt, den man irgendwo eingesammelt hat, weil das erlaubt ist, bearbeiten. Video ist am Ende. Ich freue mich über euer Feedback und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.